Oida, was geht ab, Leute? T-Mobile hier. Live von der EM aus Berlin. Da haben wir einen Fan. Darf man deinen Namen nennen? Julian. Der Julian. Mit einem interessanten Deck, das er uns vorstellen wollte. Ja, Leute, wir melden uns hier vom Stehenbiss. Ne? Die YouTube-Area ist busy mit Kartentausch und Spielen. Also müssen wir das hier leider machen. Ne? Genau, deinen Namen kennen wir jetzt schon. Erzählst du mal vielleicht, wie es bei dem Event jetzt für dich heute war? Naja. Wo hast du dich erstmal qualifiziert? In Hildesheim, aber auch nur, weil ein Kumpel verloren hat für mich. Oh mein Gott. Oh, habt ihr es gehört, Konami? Genau. Nein, er stande 5-0, ich stande 4-1 oder 4-2, irgendwas. Und in Dresden hat er auf jeden Fall verloren und ich bin so halt hochgerutscht und konnte mich dann qualifizieren. Okay, also er hat sich den Sieg gekauft. Wie stehst du heute jetzt hier bei dem Turnier? 2-3. Okay. Spielst du auch noch weiter, oder? Nein. Hast du gedroppt. Aber kommen wir mal zum sehr interessanten Deck. Also das habe ich eigentlich auf dem Turnier habe ich es fast nie gesehen. Also ich kannte sehr wenig Karten, ein paar alte Karten waren dabei, aber vielleicht zeigst du uns mal das selber. Kann ich machen. Alles klar, es fängt an mit den Kaktus-Türstehern. Ich spiele dreimal Kaktus-Türsteher, Kaktus-Bouncer. Vielleicht erklärst du zu den Karten ganz kurz, was die genau machen, weil ich glaube nicht jeder kennt die Karten. Genau, wenn er mit einem anderen Pflanzenmonster auf dem Feld liegt, dann kann der Gegner keine Special-Beschwörung machen. Und das ist in Kombination mit der Jasmin. Sie sagt, wenn ich mehr Lebenspunkte habe als mein Gegner, kann ich erstens eine zusätzliche Normalbeschwörung von Typ Pflanze machen. Und sollte ich Lebenspunkte dazu kriegen, kann ich eine Karte ziehen. Okay, also es ist ein, also quasi ein Aroma heißt es, oder? Das Themendeck, Aroma-Themendeck. Ja, genau, Aroma. Und das ist eine ganz gute Kombo. Dann kommen wir zu der. Die erlaubt es, wenn ich mehr Lebenspunkte habe als mein Gegner, dass er bis zum Ende seines Damage Step keine Karteneffekte aktivieren kann. Und zusätzlich, wenn ich Lebenspunkte dazu kriege, kann ich eine beliebige Karte von ihnen die Kampfposition ändern. Also ich denke mal, hier ist es sehr vom Vorteil, dass die Gegner die Karten eigentlich gar nicht kennen, oder? Also sie sind sehr unvorbereitet und wissen nicht genau, wie man, glaube ich, dagegen spielt, ne? Genau. Dann geht's weiter. Das ist das gleiche Prinzip wieder. Solange ich mehr Lebenspunkte habe als mein Gegner, verlieren die gegnerischen Monster 500 Def und 500 ATK. Sollte ich Lebenspunkte dazu kriegen, wie auch bei den anderen, dann kann ich eine Spell oder eine Falle von ihm wieder auf die Hand schicken. Aromakrug, ganz einfach, weil er nicht durch den Kampf zerstört werden kann. Und er gibt mir in jeder Standby-Phase von mir, in jeder Endphase von mir oder vom Gegner 500 Life Points. Okay. Sprich, dann aktivieren sich die Effekte wieder von neu. Ich kann eine Karte ziehen, ich kann eine Karte hochschicken, etc. Dann spiele ich zweimal Landform, um die Feldzauberkarte zu suchen. Wenn ich die Aromagarten. Genau. Wenn ich die aktiviere, dann kriegen alle Aromamonster 500 ATK bis zum Ende des gegnerischen Spielzugs. Und zusätzlich kriege ich 500 Life Points, wenn die aktiviert wird. Sollte eine Aromakarte von mir oder von den Gegnern auf den Friedhof geschickt werden, kriege ich 1000 Lebenspunkte und das gleiche Schema wieder von vorne. Alle Effekte aktivieren sich, kann Karten ziehen, Kampfposition ändern. Ja, dann geht's weiter. Oh mein Gott, diese Karte haben wir echt lange nicht gesehen, ey. Also ganz alte Spieler kennen die vielleicht noch vom Magical Scientist OTK, also wahrscheinlich keiner mehr. Oder vom Chainburn, ja, aber wow. Ja, genau. Gift des alten Mannes, Schnellzauberkarte, kann ich im gegnerischen Spielzug aktivieren. Gibt mir wieder erstmal Life Points. Also sehr gutes Deck gegen Timeout eigentlich hier, ey. Also ich war dreimal im Timeout von 4 Runden. Ja, ich habe auch mit 14.000 Lebenspunkte verloren, mit einem Schlag. Okay. Aber gut. Dann dreimal Demise, ist klar. Passt es mit der Monsteranzahl, weil ich sag mal, du kannst die Monster nicht in die Pendelzone legen und bei der, die ist ja Spezialbeschwörung, ne? Die eine, die mit den Kaktus da zusammenkommt, ne? Nee, das ist eine Normalbeschwörung. Ich hau Ach so, das ist eine zusätzliche Normalbeschwörung. Ach so, okay, dann geht's bei Demise, ne? Ja, das ist dann natürlich gut. Und mit der Monsteranzahl, weil das sei jetzt... Das ist zu viel. Kaktus Bouncer muss raus. Komplett.
erstmal komplett oder machen wir was anderes. Also ich habe sie in Zeit immer, also im zweiten Match immer rausgenommen, weil ich eigentlich nur gegen Blue Eyes oder gegen, sag schon, ja, Nachrichten gespielt habe und da bringt die nichts. Also du wirst quasi Monsteranzahl wirst du reduzieren, ja, ja, genau, gut. Ansonsten, dann haben wir hier Topf, Topf natürlich, ne? Klar, um die meisten zu suchen am besten. Leere der Eitelkeit, gegen Spezialbeschwörung, trockene Winde, ganz klar. Wenn ich Lebenspunkte dazu kriege, kann ich eine gegnerische gegnerisches Monster schießen. Das ist auch kein Problem. Und wenn ich mehr als 3000 Life Points mehr habe als mein Gegner, dann kann ich meine Life Points auf seine runter reduzieren und die Differenz an der ATK oder an den Life Points von ihnen an den ATK der Monster zerstören. Okay. Drei Strikes, ganz klar. Chaosfallgrube. Warning. Entkräftung. Okay, auch eine Karte, die wir lange nicht mehr gesehen haben. Ich glaube, die hat man auch zuletzt, Cyberstein, OTK hat man die gespielt. Das kennen auch nicht mehr so viele Leute. Entkräftungsschild ist halt, der Gegner greift an, ich kriege die Life Points oben drauf. Feuchte Winde. Aber du kriegst sie nicht, da kommst du quasi auf Null, oder? Du kriegst sie nicht dazu, sondern es wird dann, geht, oder wie ist das? Nee, wird auch abgeblockt. Also, ja, der Kampf. Abgeblockt und dann. Okay, achso, du kriegst dazu, okay, passt. Genau. Ja, da gibt es auch diese andere Karte, diese Regenbogen, ja, ja, oder? Diese, ja. Aber da musst du, glaube ich, die Handkarte abwerfen. Ja, das kann sein. Dann feuchte Winde. Ich zahle 1000 Lebenspunkte, kann mir eine Aromakarte suchen. Und wenn ich weniger Life Points habe als mein Gegner, kriege ich 500 dazu. Mhm. Einmal aussetzen. Was sagst du zu der Karte Twin Twister? Unsere Jungs haben heute sehr dagegen gelitten. Wie war es bei dir heute? Letzte Match gegen Monarchen, er hat 3 reingesidet. 3 auf der Starthand gehabt. Hier mal alles kassiert. Hier. Ja. Wie bist du eigentlich auf das Deck gekommen? Weiß ich nicht, ich hatte Kumpel liegen und dann dachte ich, ach, spiele ich damit, weil ich eigentlich sowieso aufgehört habe. Aber ich dachte, die Quali kannst du nicht wegschmeißen. Kommst du einfach her ausfahren, hab's nicht weit, spiele ich eine Runde. Okay. Passt, dann kommen wir mal zum Side-Deck. Zwei magische Zylinder. Halt gegen Monarchen. Ich nehme ja Kaktus-Bouncer raus, einmal Aussetzen raus, ich nehme 2 feuchte Winde raus und Eitelkeit der Leere brauche ich alle nicht gegen Monarchen. Seite dafür, das klappt auch ziemlich gut. 2 magische Zylinder, 3 Masken, ein Rageki, ein Twin Twister. Dann habe ich noch gegen Cosmo, Kaiserliche Eisenmauer und eventuell gegen BA, einmal aussetzen, Dillenentzug, Makrokosmos und Dimensionsgefängnis. Und die Bergmotte kriegt halt, wenn ich Lebenspunkte dazu kriege, 1000 ATK mehr. Gut, interessant. Und macht durchschlagenden Kampfschaden, wenn ich mehr Life Points habe als mein Gegner. Also interessantes Deck. Was ist jetzt dein Fazit? Wirst du bei dem Deck bleiben? Sag ich mal, andere Spieler wie Helo zum Beispiel, die lassen sich nicht entmutigen, die spielen hier Blackwing, egal was das für ein Gegner ist, weiter. Wirst du bei deinem Deck so bleiben oder wirst du vielleicht ein Meta-Deck spielen? Nö, wenn ich mal spiele, spiele ich dann auch das, denke ich mal. Ich werde ein bisschen an den Monstern reduzieren und noch andere Konterfallen eventuell reinmachen, dass es halt ein bisschen schnittiger läuft. Gut, dann danke fürs Deck-Profile, dann wünschen wir dir viel Glück und viel Erfolg, wenn du dann dein Deck umänderst, dass es dann besser läuft und genau, vergiss nicht, Yu-Gi-Oh! Is Serious Business. Servus Jungs, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte nicht vergessen, unsere Videos subscriben, liken, kommentieren, checkt unsere Facebook-Seite ab, checkt unsere Sponsoren ab, vergiss nicht, Yu-Gi-Oh! Is Serious Business.